So. Ja, jetzt machen wir das hier noch weg und bekommen da drüben die Münze. Und ich hoffe, das reicht jetzt auch vom Tempo her. Es sollte eigentlich. Und zack und boom. Ja. Das reicht sogar locker. Also, ich glaube, dafür ist eigentlich vorgesehen, die Turbodüse zu benutzen, weil ohne diesen Trick mit dem Wasser kommt man nicht hin. Das kann ich euch versichern. Und hier haben wir jetzt noch ein schönes M. Das können wir auch noch von der Wand entfernen und bekommen dafür nochmal eine blaue Münze. Ich glaube, die Hälfte haben wir jetzt sogar schon, oder? Kann es sein? 16, ja, sogar schon mehr als die Hälfte. Unglaublich, es geht voran. So ist es nicht, ne? Ja, so. Und ja, die Raketendüse habe ich jetzt einfach mal so geholt. Ich glaube, wir sollten erst nochmal wieder die Schwebedüse nehmen, aber damit wir die Raketendüse dann auch von da unten wieder nehmen können, habe ich sie jetzt erstmal hier so genommen. Weil es gibt immer in jedem Level eine Raketendüse-Box, beziehungsweise Turbodüsen-Box, die, das war dumm, die man immer bekommen kann. Und wenn man die bekommt, dann werden alle anderen freigeschaltet. Und ja, alle anderen kann man halt nicht immer bekommen, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und was war das? Ja, wenn wir diesen Gegner hier nämlich killen, dann kriegen wir von dem auch nochmal eine blaue Münze. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich gecheckt habe, wo... Ah, da ist die blaue Münze. Auf dem Spiegel. Zum Glück verschwindet die nicht. Das wäre recht asozial, wenn die da einfach... ja, hopp und weg, ne? Jo, die Frage stellt sich jetzt noch, sollen wir hier die Turbodüse auch nochmal machen? Ja, komm, was kostet die Welt? Die nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Oh, und hauen mal den Enden ab. Ja gut, dann hätten wir die eine Mission eigentlich auch mit der Turbodüse machen können, aber... Ja, man kann ja mal zeigen, wie es etwas unorthodox auch gemacht werden kann. Und jetzt sollten wir hier hoch und... Uah, ich hasse diese Enden. Uah. Die einzigen Enden, die cool sind, sind Quack-Quack. Aber dazu mehr in meinem... Quacker-WW-Let's Play. Könnt ihr gerne mal reinschauen, solltet ihr das noch nicht getan haben, aber ich glaube, die meisten, die Super Mario Sunshine verfolgen, verfolgen auch Mario Kart. Und hier haben wir jetzt wieder ein paar Vögel, die wir malträtieren können. Wobei der blaue gerade irgendwie irgendwo ist. Da haben wir ihn. Da haben wir den blauen. Boff. Aber soweit ich weiß, gibt es hier zwei blaue. Also wir sollten uns noch einmal auf die Hut legen oder so. Das ist ein grüner. Oder den gibt es weiter hinten. Das mag auch sein. Ne, da ist er doch, oder? Ne, ist schon wieder ein grüner. Ah ja, der Sozi, der ist farbenblind, ja, genau. So, also hier sehe ich jetzt erst nochmal keinen mehr. Ich hoffe, hier gibt es dann auch nur einen, sonst haben wir hier schon wieder eine Münze schön verpasst. Und hier oben gibt es jetzt auch noch eine. Die ist auch ein bisschen tricky versteckt. Naja, was heißt versteckt? Ist ein bisschen tricky ranzukommen und das wird jetzt irgendwie blöd. Ja. Genau, Mario. Nicht da rumschwingen oder so. Ich könnte schwören, es gäbe noch einen blauen Vogel. Der eine da sieht doch voll danach aus, oder? Täusche ich mich da? Der da? Nee. Ach Mensch. Da haben wir schon wieder eine verpasst. Oder auch nicht. Ah, da ist er doch. Ah, Mist. Auf dem Ding hier kann man nicht sich drehen. Weil Mario ja das Gleichgewicht behalten muss oder so. Aber die Blauen fliegen immer am asozialsten weit weg, glaube ich. Ja, wo der lang fliegt. Ah, das ist er gar nicht. Da ist er. Wow. Stirb Blauer. Ja, super. Jetzt landet die Münze da hinten. Klasse gemacht, Vogel. Egal, immerhin haben wir sie nicht, dass wir noch dran vorbeispringen und dann runterfallen. Fällt man hier runter? Vielleicht kann ich mich noch retten hier irgendwie. Ja.
Das war natürlich jetzt schön. Jetzt gehen wir mal hier hinten weiter. Denn hier gibt es, glaube ich, auch noch eine Münze. Ja, da hinten, die dürfen wir eigentlich geholt haben. Da müsste man eigentlich über einen anderen Weg gehen, glaube ich. Aber das interessiert uns jetzt erstmal weniger. Wir holen jetzt auf jeden Fall hier nochmal eine Münze. Hier ist nämlich auch eine recht gut versteckt, hier unten. Und damit haben wir, glaube ich, schon über 20. Mensch, das geht ja flott heute. Ja. Und jetzt gehen wir am besten mal hier ganz nach oben. Und hier gibt es nämlich auch noch eine Münze. Und zwar hier oben. Müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir auch richtig landen. Und das war schlecht. Nein, Mario. Zum Glück kann man sich hier mit ein paar gekonnten Tricks retten, wollte ich sagen. Aber irgendwie, es ist... Nee. Ach, guckt euch mein Wasser an. Damit komme ich nicht mehr hoch, glaube ich. Oh, nee. Oh, komm. Ich kann jetzt natürlich versuchen, mit dem bisschen Wasser noch irgendwas zu erreichen. Aber irgendwie, ihr merkt selbst, ich... So. Jetzt hier irgendwie mit Wandsprung. Nein, es geht auch so. Ja. Also, jetzt müssen wir probieren, mit möglichst wenig Wasser da hochzukommen. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Hier am besten gar nicht. Und das war dumm. Ja, damit können wir eigentlich auch schon wieder runtergehen. Jetzt würde es mich nur mal interessieren, ob man hier jetzt auch so hochkommen kann einfach. Wenn das ginge, das wäre natürlich... Ja, es klappt. Dann müssen wir immerhin nicht den ganzen Weg wieder außen rum gehen. Finde ich gut, also. Habe ich keinen Einwand gegen. Nein, das war dumm. Ja, so. Aber diesen Stunt können wir nachher nochmal machen. Das wird sicher lustig. So. Und jetzt können wir diese epischen Stunt hier machen. Oder, ja, was heißt Stunt? Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Wir können uns nämlich hier so ein bisschen rumschwingen. Und dann werden wir schneller und schneller und schneller und schneller und schneller. Und dann können wir irgendwann abspringen. Jiha. Und dann können wir uns diese Münzen hier holen. Aber ich weiß nicht, wie man an alle Münzen hier kommen soll. Da kann man nicht in einem Durchgang dran kommen, glaube ich. Das sollte eigentlich nicht machbar sein. Wenn ihr was darüber wisst, wie man da alle in einem Durchgang holen soll, dann sagt gerne Bescheid. Aber irgendwie... Kann es sein, dass wir jetzt alle haben? Ich habe irgendwie so das Gefühl, denn mir fällt jetzt gerade spontan keine mehr ein. 22? Ja, verlassen wir erstmal und danach können wir uns ja immer noch irgendwie einen Schuldigen suchen, falls das nicht alle waren. Vorzugsweise dann mich, aber naja. Wir gehen jetzt in Kapitel 4 und machen erstmal die Münzen beim Sandvogel. Da habe ich auch schon was gesagt. Da gibt es, glaube ich, 4 oder 5. Ich weiß es nicht mehr genau. Ah ja, die eine habe ich noch vergessen. Die sehe ich gerade sogar noch. Die war sogar recht offensichtlich, aber da muss man... Keine Ahnung. Habe jetzt einfach nicht dran gedacht. So, da hinten holen wir uns jetzt erstmal die Raketendüse. Aber wenn wir den geholt haben, dann müssen wir nochmal die Schwebedüse holen. Das wäre jetzt irgendwie... Ja, im Sandvogel-Level mag ich ungern mit der Raketendüse rumrennen. Und hier kriegen wir nämlich unsere nächste blaue Münze. Wenn es jetzt im Sandvogel-Level wirklich so viele gibt, wie ich vermute, beziehungsweise wenn es 5 gibt, dann sollten wir sogar hier alle beim ersten Mal finden... Und dann haben wir auch keine Probleme, hier die 30 zusammen zu bekommen. Denke ich zumindest. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier hoch.
Auch wenn das jetzt ein bisschen komisch war, aber mein Gott. So, und ab ins Sandvogel-Level. Boom. So, und jetzt gucken wir mal, am besten mit Weitsicht, wo sich denn die blauen Münzen befinden. Und wir brauchen ja auch eigentlich keine roten Münzen mehr einzusammeln. Das ist eigentlich vollkommen egal. Wir können ja einfach Kapitel verlassen, wenn wir durch sind. Und hier befindet sich, glaube ich, schon die erste blaue Münze. Ja, man sollte möglichst immer die blauen Münzen einsammeln und dann wieder auf den Sandvogel zurückkommen. Da haben wir Leben, das ist unwichtig. Obwohl, das können wir uns auch rein. Nein, das kommt weiter hinten, das brauchen wir dann noch nicht. So, und hier nochmal eine Wolke mit einer blauen Münze. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt nur vier, dadurch, dass da eben das Leben war. Lassen wir uns überraschen. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine. Oh, die wird eng. So, und... Jo. Wir gucken, dass wir, wenn der Sandvogel wieder zurückkommt, nicht runterfallen. Irgendwie so. Und hier irgendwo müsste es jetzt auf jeden Fall noch eine Münze geben, wenn ich mich da nicht täusche. Da hinten. Ja, das sieht doch gut aus. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin. So. Das müssten meines Wissens nach alle Wolken gewesen sein. Hier weiter oben gibt es auf jeden Fall keine mehr. Und hier unten können wir auch mit einem ganz einfachen Trick gucken, ob wir alle haben. Das wäre jetzt irgendwie dumm. Episch! Wow, stylisch. Ja, also sieht nicht danach aus, als hätten wir noch eine vergessen. Nö, ich sehe nur noch die Möwen. Und hier haben wir noch die letzte Wolke. Also so könnte man beispielsweise auch die blauen Münzen abgrasen. Wenn es einem denn danach ist. Ja, also zwei blaue Münzen weiß ich jetzt noch sicher. Und ich glaube, dann fehlt uns wieder eine. Dann wird das wieder so ein gruseliges Rumdümpeln wie beim letzten Mal. Wir gehen jetzt einfach mal in die Mission Rote Münzen im Korallenriff. Ja, und diese Mission ist, glaube ich, die einzige, die ein Yoshi-Ei beinhaltet. Und Yoshi brauchen wir hier auf jeden Fall für zwei blaue Münzen. Yoshi will eine... Keine Ahnung, was das ist, so eine Zitrusfrucht oder was auch immer. Soweit ich weiß, gibt es die da hinten bei dem Dingen hier. Ja, da ist sie doch. Und ja, wenn wir Yoshi haben, dann... Nein, wo ist das Ding jetzt gelandet? Nein. Ich hasse diese Enten. Hallo. Zitrusfrucht. Ich glaube, die ist weg. Ja, die ist weg. Hier haben wir nämlich eine neue. Ja, zum besten nicht nochmal von diesen Deppen da treffen lassen. Ich sag dir nicht. Ja, dankeschön. So, und jetzt da hinten Yoshi. Den können wir sogar schon die Frucht zuwerfen. Bam. Und Yoshi fängt sie natürlich. Mir kam zu Ohren, dass jemand rote Münzen im Riff fand. Aber dort gibt es Fische, die dich nach unten ziehen. Ja. Gut. Also die Mission haben wir ja schon mal beendet. Von daher danke für diesen sinnvollen Tipp. Ja, mit Yoshi kann man auch die Dinger hier fressen, glaube ich. Ja. Yeah.